Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2 Legacy of the Void Multiplayer. Wir sind wieder hier als Protoss gespawnt. Gefällt mir natürlich gut, ist aber überraschend, weil wir sind jetzt schon ziemlich häufig als Protoss gespawnt. Und auch PvZ haben wir, glaube ich, ziemlich häufig gefühlt. Ja, aber es kann natürlich auch sein, dass sich das nur so anfühlt. Ich weiß es nicht. Wir hatten echt lange kein richtiges Zerg-Match mehr, oder? Und ZVP hatten wir, glaube ich, schon ewig nicht mehr. Das ist sehr überraschend. Wir waren relativ häufig Protoss, ein paar Mal auch Terraner, aber ich gefühlt sogar öfter Protoss als Terraner. Ich meine, für meine Winrate ist das natürlich ganz gut, aber für die Abwechslung wäre es natürlich auch mal ganz schön, was anderes zu haben. Ich bin jetzt mal anders gewallt, mal schauen, ob das trotzdem so passt. Das war eigentlich ein dämliches Risiko, was ich damit eingegangen bin, aber egal. So, hier können wir schon die Exe blocken. Ist ja das Schöne auf dieser Map. Da ist man früh genug da. Sehen wir hier Gas Pool genommen. Und abbrechen. Dort patrouillieren. Möglicherweise, ja, er möchte uns blocken. Können wir mit leben. Das heißt, wir werden direkt zweites Gas nehmen. Auch ein Zealot bauen. Doch nicht blocken. Hat sich da jetzt gegen entschieden. Gut. Unsere Mineralien reichen nicht aus. Frage, bauen wir trotzdem nochmal einen Zealot. Ich würde sagen, erstmal ja. Wir bräuchten jetzt auch nochmal hier einen Pylon vorne. Jetzt ist die Frage, nimmt er überhaupt keine Echse mehr? Oder hat er irgendwo anders die Echse genommen? Wahrscheinlich an der Goldbase, könnte ich mir vorstellen. Jetzt auf jeden Fall mal ein Mothership vor. Oder wir schauen erstmal hier rein. Wir müssen zusätzliche Pylonen bauen. Och nee, wir können jetzt unser Mothership vor gar nicht bauen. Das ist aber unschön. Wenn man ein bisschen spät war. Ja, hat die Gold genommen. Das ist ziemlich offensichtlich, sonst wird er nicht so viele Drones darüber transferieren. So. Aber das können wir natürlich zu unserem Vorteil gleich nutzen. Erstmal schicken wir den hier gleich rüber. Und dann setzen wir Chrono Boost um hier drauf. Wir müssen jetzt gleich mal den Wall-In komplettieren. Deshalb schicken wir nochmal hier gerade eine Probe nach vorne. Zusätzliche Mineralien werden benötigt. Unsere Mineralien reichen. So, Mothership Core jetzt natürlich in der Risikozone unterwegs, aber. Zack. War jetzt ärgerlich, aber immerhin haben wir das Mining geleitet. Wir fahren fort. Ehre den Dalai Lama. Wir pflichten bei. So, jetzt ist wahrscheinlich gleich hier einen. Wir gehen uns auf den Weg. Kommt nach vorne. Unsere Mineralien reichen nicht aus. Das ist gleich vermutlich mit Bienen da. Nein! Warum hast du nicht hier vernünftig Hold Position gehalten? Wir dienen mit Stolz. Wir müssen mal unseren. Nein! Auch die auch nicht mit Hold Position unterwegs hier. Was ist das denn hier? So, Bobgate durch, bitte. Mothership Core, bitte näher dich. Ehre den Dalai Lama. Die Schlacht wartet. Niemand kann uns aufhalten. Ajur wird erneut unverstanden. So. Nexus hält. Zusätzliche Mineralien. Hier haben wir auch alles. Oh, Supply Block ist natürlich jetzt hier völlige Katastrophe. Unzureichende Mineralien. Ein bisschen mehr absichern gegen Droplords. Unser Nexus steht. Alles gut soweit. Jetzt würde ich gleich ganz gerne tatsächlich erstmal nach vorne gehen. Unsere Mineralien und 10 paar Sentries. Um gleich schön Force Field setzen zu können. Unsere zusätzliche Mineralien werden benötigt.
unzureichende Mineralien. Zusätzliche Mineralien werden benötigt. Wir haben halt eigentlich gar keinen Tech gerade. Das ist ein bisschen unschön, aber macht nichts. Nicht aus. Unzureichende Mineralien. Was macht denn mit den ganzen Overlords hier? Aber das hat er selber ein bisschen unterschätzt, was er hier gerade abgeliefert hat. Ehre den Dai Lam. So, wir machen uns mal hier heilen gerade. Zack. Die Erstgeborenen werden auch siegen. Das war jetzt nicht so erfolgreich, das Blocken, das gebe ich zu. Unsere Sonden werden angegriffen. Wir haben unzureichend Vespingas. So, damit kann man übrigens verhindern, dass die Larven schlüpfen. Wir müssen zusätzliche Pylonen bauen. Dort können wir nichts heranrufen. Ja. Wir benötigen zusätzliche Pylonen. Was wünscht ihr? Die Schlacht wartet. Najakar Minar. Wir dienen mit Stolz. Die Templer, Burg gibt uns einen Aufkampf. Nein, nicht da stehen in der Mitte. Wenn wir direkt gehen. So, ein zweites Stargate hätte ich auch ganz gerne hier saturiert. So. Ich habe leider mein Stargate schon gescoutet. Aufgebraucht. Ich läuft jetzt einfach gleich mal an mit Baneling. Frage ist, ob wir jetzt einfach nochmal einen Push hinterherziehen. Ehre den Dai Lam. Vorwärts. Oh, nicht gut, nicht gut. Unser Pylon wird angegriffen. So begegnen wir unserem Schicksal. Lasst uns begegnen. Der Feind greift unsere Sonden an. Orakel empfangsbereit. Ein Omen. Extrapolieren. Nein. Ihr sucht Führung. Unsere Versorgung. Euch bist blocked. Ich muss dringend was gegen diese Supply Blocks unternehmen. Wir müssen zusätzliche Pylonen. Mineralienfeld erschöpft. Hier ist ja gar nichts mehr. Wir benötigen zusätzliche Pylonen. Boah, Pylonen, kommt doch endlich! Die Strenge des Schicksals. Was wünscht ihr? Gebt uns einen Abfall. Dimensionalstrenge abgestimmt. So soll es geschehen. Orakel. Es ist vorherbestimmt. Ja. So, Gateways ausklappen. So, und dann machen wir folgendes. Zack, einmal dahin, einmal hierhin, einmal Echse nehmen. Ehre den Dai Lam. Alles gut soweit. Wir haben leider kein Adepten-Upgrade, was leider nicht das allerbeste für uns ist. Welche Mining? Nee, leider nicht. Jetzt hätten wir gut nochmal was mitnehmen können. Zusätzliche Mineralien werden benötigt. Unser ruhmreicher Kampf hat begonnen. So, du hältst dich bitte raus. Orakel empfangsbereit. Hier kommt jetzt auf 1. Dimensionalstrecke. Unser Pylon wird angegriffen. Die Erstgeborenen werden auf siegen. Hm. Die Strenge des Schicksals.
Arudin waschen. Unsere Mineralien reichen nicht aus. Ehre den Deiner. Auf drei. Wie kann ich euch helfen? So. Ein Omen? Teleportation erfolgreich. Teleportation erfolgreich. Die Erstgeborenen werden obsiegen. Ich habe übrigens jetzt Phoenix ist im Bau, wie ihr sicherlich gehört habt. Weil ich denke, das Einzige, was uns jetzt hier noch wirklich killen kann... Okay, nichts kann uns killen. So läuft das doch gut und das Match war auch noch quasi bei 11 Minuten 11 vorbei. So ist das doch schön. Unser Gegner war noch in der Platzierung, okay. War scheinbar jetzt nicht der allerstärkste. Wir sehen im Wert der Armee, wenn wir halt konstant vorne... Was aber halt auch daran lag, dass wir ihn auch stark unter Druck gesetzt haben. Das ist ja interessant. Kiste. 6-mal Diamant, noch in der Platzierung. Er hat also seit längerer Zeit, glaube ich, nicht mehr gespielt. Trotzdem relativ hohes MMR. Denn sonst würde er jetzt hier nicht auf Diamant treffen, wenn man das als hohes MMR bezeichnen will. Wir sind hier in Diamant 2 unterwegs. Und das, glaube ich, auch völlig korrekt. Höher und niedriger sollten wir mit dem Random-Account, glaube ich, nicht platziert werden. Es sei denn, ich bekomme nur Terraner, dann könnte es vielleicht für Platin 1 reichen oder so. Und wenn ich nur Protoss bekomme, vielleicht für Diamant 1. Aber so ist, glaube ich, Diamant 2 schon das, was ganz gut für uns ist. Ja, das war's für die heutige Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ihr schaut beim nächsten Mal wieder vorbei, wenn wir vielleicht mal nicht Protoss bekommen, wer weiß. Hier oben rechts könnt ihr auf die nächste Folge klicken. Unten rechts noch ein anderes Projekt von mir. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.